Günter Panhölzl hat eine Vision. Der österreichische Wirtschaftstrainer träumt davon, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir nicht in die Arbeit gehen, weil wir müssen, sondern weil wir Spaß daran haben. Und in der vor allem auch unsere Kinder bereits mit diesem Gefühl ihren Beruf auswählen. Aus dieser Vision heraus hat Panhölzl eine Mission entwickelt. Mit Partnern aus der Wirtschaft, mit Büchern, TV-Shows und Bühnenshows will er einen gesellschaftlichen Wandel erreichen. Die meisten sehen es eher als Pflichterfüllung, jetzt muss ich arbeiten gehen. Sie kennen das, man hört es auch in die Medien, nicht? Montag ist der schlechteste Tag, es geht los, ne? Freitag endlich, nicht? Ist Feierabend, es ist Wochenende. Das heißt, man hat mehr so im Gespräch, in der Kommunikation der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung, dass eher die Freizeit, Spaß, ja, da ist auf einmal das Trainieren in der Sportmannschaft oder im Fitnessstudio geil. Und wenn ich das Gleiche mache in der Arbeit, ist es eher Belastung, ich muss arbeiten. Und ich möchte genau diesen Geisteszustand, diese Freude, diese Begeisterung auch hineinbringen, was wir in der Freizeit haben, in die Wirtschaft, in den Arbeitsplatz. Am Dienstag hat Panhölzl versucht, in der Fichtacher Stadthalle knapp 100 Multiplikatoren von seiner Vision zu überzeugen. Personalentscheider, Schulleiter, Politiker, Bürgermeister, Eltern und auch einige junge Menschen. Eingeladen dazu hatte die Arbeland Regio GmbH, die als sogenannter Missionspartner bereits seit einigen Wochen mit an Bord ist. Letztendlich ist es wichtig, wie kommen wir an die Eltern ran, damit die Kinder den richtigen Zugang finden, damit sie die richtige Berufswahl haben, damit sie auch dann letztendlich bei der Ausbildung, die sie begonnen haben, bleiben und keine Enttäuschungen haben. Und das ist der eine Grund, weil die Idee natürlich für uns super ist. Und zweitens glaube ich, wenn wir hier Missionspartner sind für diese deutschlandweite Aktion, dass wir dann auch unseren Landkreis als einen Landkreis positionieren und darstellen, der vermittelt, dass er zukunftsweisend denkt und dass er letztendlich auch den Trend der Zeit mit aufnimmt. In einem nächsten Schritt will der österreichische Motivationstrainer, Bestsellerautor und Speaker nun auf einer Pressekonferenz Ende Mai weitere Einzelheiten zu seiner Mission vorstellen. Im Mittelpunkt steht dabei eine Fernsehshow. Da wird der Sender vorgestellt, auch wie die Bühnenshow aussehen wird, im großen Detail. Und gleichzeitig auch die TV-Show, wie heißt sie, was passiert da drinnen, plus die Bücher werden vorgestellt und natürlich großer Aufruf dann eben deutschlandweit, wir rollen es dann eben über Deutschland aus, Eltern-Jugendbotschafter regional, wir wollen euch ins Boot holen und gemeinsam die Zukunft echt gestalten. Das Projekt ist langfristig angelegt. Bis zum Jahr 2040 will Panhölzl seine Mission verwirklicht haben. Die Menschen in Fichtach hat er am Dienstag schon mal überzeugt. Was ich mitnehme, ist, dass für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen eine Zukunft besteht, wenn sie sie auch wirklich haben wollen und das Angebot, das sie bekommen, mitnehmen. Dass man sie begeistern kann, dass Arbeit Sinn macht, dass Arbeit Lust und Spaß macht. Dass es nur gemeinsam geht, die Zukunft zu gestalten. Und es geht nicht darum, dass man jetzt eigentlich eine Wohlfühlgesellschaft aufbaut, sondern es geht um die Zukunft. Und da ist es auch einfach notwendig, dass man auch der jüngeren Generation die Möglichkeit gibt, auch so eine Wohlfühlgesellschaft zu gestalten. Ja, es war sehr interessant und die Horizonte, wie man sich so als Chef selber gibt, sind schon geweitet worden und man hat einige neue Ansatzpunkte, wie man einfach jetzt morgen in die Firma geht und vielleicht wirklich den einen oder anderen Azubi anspricht und begeistert. Als Unternehmen die Mitarbeiter ein bisschen zu motivieren, die Leidenschaft ein bisschen mehr zu entflammen wieder von denen einfach, damit die einfach aufstehen und in der Früh wirklich sagen, ja, sie gehen gern arbeiten. Ja. Spaß an der Arbeit, das ist das Allerwichtigste. Der Startschuss ist geglückt. Günter Panhölzls Botschaft ist in Fichtach zumindest schon mal angekommen. Seine Mission hat aber gerade erst begonnen.